Die Wasseramsel. Auto seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Auto seltsam Genzi selbst im Yellowstone Nationalpark in den USA gedreht. Die Wasseramsel, Kindlos Kindlos, auch Eurasische Wasseramsel, ist der einzige, auch in Mitteleuropa vorkommende Vertreter der Familie der Wasseramseln, Kinklide. Der etwas starren große, rundlich wirkende Singvogel ist streng an das Leben entlang schnell fließender, klarer Gewässer gebunden, wo er sich vornehmlich von Wasserinsekten ernährt, die er vor allem tauchend erbeutet. Die Wasseramsel ist in 13 Unterarten von Westeuropa und Nordwestafrika ostwärts bis in die Region um den Baikalsee und in die Hochlagen Westchinas verbreitet. Die Wasseramsel ist mit etwa 18 cm Körperlänge etwas kleiner als ein Star. Der rundliche, kurzschwänzige Vogel ist in seinem Lebensraum unverkennbar. Kopf und Nacken sind zeichnungslos mittelbraun, die übrige Oberseite ist schiefergrau. Durch die dunkelbraune Färbung der Federsäume entsteht der Eindruck einer Schuppung. Kehle, Hals und Brust sind meist rein weiß, manchmal auch leicht rahmfarben. Zum Bauch hin ist dieser Brustlatz von einem rostbraunen, seltener auch orangebraunen Streif begrenzt. Unterbauch, Steiß und die Unterseite der Steuerfedern sind dunkelgraubraun. Der Schnabel ist schwärzlich, ebenso die kräftigen Füße und Zehen. Die langen Krallen sind auffallend hell, fast weiß. Die Iris ist dunkelbraun. Die Geschlechter unterscheiden sich im Aussehen nicht. Männchen sind im Jahresdurchschnitt etwas schwerer und haben geringfügig längere Flügel. Jungvögel sind auf der Oberseite geschuppt schieferfarben, auf der Unterseite geflockt weißgrau. Ihre Beine sind hellgrau mit einem rosa Anflug. Spätestens im Oktober des Geburtsjahres mausern die Jungvögel in das Adultkleid. Die Wasseramsel verfügt über ein reichhaltiges Stimmrepertoire, doch werden ihre Rufe und Gesänge oft von der lauten Geräuschkulisse ihres Lebensraumes übertönt. Deshalb kommt auch dem auffälligen Knicksen, vielleicht auch dem ständigen Augenblinzeln, kommunikative Bedeutung zu. Eckige Klammer auf 1, eckige Klammer zu, eckige Klammer auf 2, eckige Klammer zu. Der Gesang ist eine etwa 20 Sekunden dauernde Abfolge zwitschernder und trillernder Phrasen in unterschiedlicher Tonhöhe, in die gepresste, schwätzende und kratzende Laute sowie leise Pfeiftöne eingebettet sind. Sehr häufig beginnt der Gesang mit einem auffälligen, scharf betonten, auf- und absteigenden, oft sechssilbigen, Eingangselement. Am häufigsten, und aufgrund des niedrigen Wasserstandes im Spätwinter auch am besten, ist der Gesang in der Vorbrutzeit im Februar und März zu hören. Doch singen beide Geschlechter in unterschiedlicher Intensität während des gesamten Jahres. Neben diesem Gesang sind vielfältige, situations- und stimmungsabhängige Rufe zu hören. Manche klingen wie Zit, Zrip oder Zrick. Im deutlich hörbaren, schnurrenden Flug ruft sie oft gereiht Ziep. Punkt Ziep. Punkt Ziep. Apostroph, manchmal auch einzeln Zerp oder Zirp. Die Brutverbreitung der Wasseramsel ist eng an klare, strömungs- und sauerstoffreiche Fließgewässer gebunden. Weite Teile ihres Verbreitungsgebietes teilt sie mit der Gebirgsstelze. In manchen Regionen ist sie ein sehr seltener Brutvogel, kann aber bei günstigen Lebensbedingungen recht hohe Siedlungsdichten erreichen. Die bevorzugten Lebensräume sind Bäche und Flüsse der Forellenregion. Meist, aber nicht ausschließlich, sind diese Gewässer breiter als 2 Meter und weisen eine minimale Abflussmenge von etwa einem Kubikmeter pro Sekunde, eckige Klammer auf 3, eckige Klammer zu, bei einer Strömungsgeschwindigkeit von 12-20 cm pro Sekunde auf. Eckige Klammer auf 4, eckige Klammer zu. Nur vereinzelt dringt sie auch in die Eschen- und Barbenregion vor. Die Gewässer müssen einen steinigen oder kiesigen Untergrund und zumindest abschnittsweise dicht bebuschte Ufer aufweisen. Kleine Wasserfälle, Felsen oder große Steine im Wasserlauf sowie Uferabbrüche sind günstige Requisiten. Wichtig sind auch eine möglichst gleichmäßige Wasserführung sowie Eisfreiheit im Winter. Gewässerabschnitte ohne dichte Vegetation sowie Fließgewässer in dichten Wäldern werden nicht besiedelt.
Die Wassergüte der Brutgewässer ist meist sehr hoch. Doch halten Wasserramseln auch bei wesentlicher Qualitätsverschlechterung lange an einem einmal gewählten Gewässerabschnitt fest. An langsam fließenden Strömen, sowie an Seen oder Kanälen erscheint die Wasserramsel nur selten als Brutvogel. Häufiger ist sie im Winter in solchen Biotopen anzutreffen. Bei günstigen Gegebenheiten können Wasserramseln auch in Siedlungen oder Industriegebieten brüten. Die Siedlungsdichte ist vom Nahrungsangebot und vom Angebot günstiger Nestgelegenheiten abhängig. Sie schwankt von wenigen hundert Gewässermetern bis zu einigen Gewässerkilometern pro Brutpaar. Ein Paar benötigt etwa 0,4 Hektar untiefes Wasser. Eckige Klammer auf 5 eckige Klammer zu gute Wasserramselgebiete weisen etwa ein Brutpaar pro Gewässerkilometer auf. Minimale Nestabstände liegen unter 100 Metern. Bei solch engen Nestabständen könnte Bigyni eine Rolle spielen. Eckige Klammer auf 6 eckige Klammer zu vertikal ist die Wasserramsel vom Tiefland bis in Höhen von über 4000 Metern vertreten. Vor allem C.C. cashmeriensis und C.C. przewalski sind ausgesprochene Hochgebirgsvögel. Eckige Klammer auf 7 eckige Klammer zu, aber auch die mitteleuropäische Unterart C.C. aquaticus steigt in große Höhen auf. So liegen Brutzeitbeobachtungen aus der Schweiz aus über 2500 Metern Höhe vor. Eckige Klammer auf 8 eckige Klammer zu. Die Wasserramsel ist ein Brutvogel der West- und Zentralpaläarktis. Im Osten überlappt ihr Verbreitungsgebiet weiträumig mit dem der Flusswasserramsel, Kinclus palasidi. In diesen Gebieten besiedelt C. palasidi häufig langsamer fließende und breitere Gewässer als C. kinclus. Verbreitungsgebiet der Wasserramsel. Die Art kommt von den britischen Inseln, Ost- und Zentralfrankreich, Teilen Spaniens, Portugals, Marokkos und Algariens über große Teile Mitteleuropas und Skandinaviens, Italiens, ostwärts über den Ural bis ins Baikalgebiet vor. Eine isolierte Verbreitungsinsel soll im Stanovoi-Gebirge existieren. Eckige Klammer auf 9 eckige Klammer zu. In den Balkanländern brütet die Art in unterschiedlicher Dichte. In den Mittelgebirgs- und Gebirgsgegenden Rumäniens liegen die individuenreichsten Brutvorkommen der Wasserramsel in Europa. Eckige Klammer auf 10 eckige Klammer zu. Im Südosten sind der pontische Bereich der Türkei, sowie der Taurus, der Kaukasus und angrenzende Gebiete, das Elbusgebirge sowie Teile des nördlichen Khorasan besiedelt. Weiter ostwärts ist die Art in den Gebirgen Afghanistans und Pakistans bis zum mongolischen Altai verbreitet. Im Südosten brütet die Wasserramsel in den Bergketten des Pamir und Hindukusch und weiter ostwärts im Alt-Unshan und Nanshan an der Südseite des Tarim-Beckens. Die südöstlichsten Vorkommen liegen an der Nordabdachung des Himalayas. Die meisten Populationen der Wasserramsel sind Standvögel, die auch in harten Wintern im Brutgebiet ausharren. Erst wenn die Nahrungsgewässer zufrieren, sind sie zum Abwandern, meist flussabwärts gezwungen. Weibchen scheinen eine größere Mobilitätsbereitschaft aufzuweisen als Männchen. Eckige Klammer auf 11 eckige Klammer zu. Skandinavische, nordrussische und kaukasische Wasserramseln verlassen regelmäßig ihr Brutgebiet und ziehen in südliche und südöstliche Richtungen nach Mittel- und Südfinnland, ins Baltikum und nach Polen, bzw. in den südlicheren Ural, sowie in die tiefgelegenen Flusstäler des südlichen Transkaukasus, gelegentlich auch weiter bis in den Nordirak. Über eventuelle Zugstrategien der afrikanischen und zentralasiatischen Populationen ist nichts bekannt. Das Jugenddispersal verläuft im Allgemeinen kleinräumig. Jungvögel versuchen in einem Umkreis von wenigen Kilometern Entfernung vom Geburtsort ein eigenes Revier zu etablieren.